Wer wird Weltmeister der deutschen Sprache? Alle zwei Jahre versammeln sich Schülerinnen und Schüler aus der ganzen Welt zur internationalen Deutsch-Olympiade, um ihre Deutschkenntnisse unter Beweis zu stellen. An der dritten internationalen Deutsch-Olympiade, die bis zum 14. Juli 2012 in Frankfurt am Main läufte, nahmen 100 Jugendliche aus 15 Ländern und 5 Kontinenten teil. Sie alle sind zwischen 16 und 19 Jahre alt und haben sich in ihren Heimatländern für den Wettstreit der Sprache qualifiziert, den das Goethe-Institut in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Deutschlehrerverband organisiert. Im Mittelpunkt der Gruppenarbeiten stehen Themen, bei denen es um die kulturellen Unterschiede zwischen Deutschland und den Heimatländern der Jugendlichen geht. Wie stellen die Jugendlichen sich ihre Zukunft vor? Was sind ihre Traumberufe? Wie verbringen Jugendliche aus Asien, Afrika, USA, Australien und Europa ihre Freizeit? Die Themen präsentieren die Jugendlichen in verschiedenen Formaten, zum Beispiel als Talkshow, Sketch oder fotografische Arbeit, die von einem Jury bewertet werden. Die Zeit der Geheimnisse in Kassel ist vorbei. Lange herrschte Stillschweigen über die Schwerpunkte der Dokumente 13. Jetzt laufen die letzten Vorbereitungen für das große internationale Kunstereignis. Vom 9. Juli 2012 an trifft sich die Kunstwelt wieder in Kassel. Alle 5 Jahre verwandelt sich die Stadt in der Mitte von Deutschland für 100 Tage in ein Museum für Gegenwartskunst. Seit ihrer Gründung 1955 gilt die Dokumente als eine der bedeutendsten und weltweit bekanntesten Ausstellungen für zeitgenössische Kunst. Zur Dokumente 13 werden mehr als 150 Künstler aus 55 Ländern und Teilnehmer aus der ganzen Welt zusammenkommen und ihre vielfältigen künstlerischen Positionen präsentieren. An verschiedensten Orten in der Stadt sind bis zum 16. September Skulpturen, Malerei, Installationen und Performances, aber auch Fotografie und Film aus den Bereichen Ästhetik, Kunst, Politik, Film, Literatur, Wissenschaft und Philosophie zu sehen. Was für eine Kulisse zum Tanzen und Abrocken. Die spätindustrielle Atmosphäre der Ferropolis in Sachsen-Anhalt mit ihren riesigen Braunkohlenwagen ist jedes Jahr im Juli die Bühne für eines der bedeutendsten internationalen Musikevents. Dann strömen bis zu 20.000 Musikfans aus Deutschland und dem Ausland in die Stadt aus Eisen zum Melt-Festival. Industriekultur trifft auf Musik, das macht das besondere Melt-Gefühl aus. In der Ferropolis bauten bis zu 1991 fast 60.000 Bergleute jedes Jahr rund 100 Millionen Tonnen Braunkohle ab. Musikliebe tauchen hier 3 Tage in einen Mikrokosmos mit Indie-Musik, Elektro- und Techno-Sound ein. Die Hospizbewegung in Deutschland ist eine der erfolgreichsten Volksbewegungen der letzten Jahrzehnte. Seit 30 Jahren besteht die deutsche Hospizbewegung. Im ganzen Deutschland existieren etwa 2000 ambulante und stationäre Hospiz- und Palliativeinrichtungen, die an der gesellschaftlichen Verbesserung, menschlicher Begleitung und Versorgung von Schwerst- und Sterbenskranken arbeiten. Wir haben 7 Zimmer, das heißt, wir können 7 Menschen hier betreuen. Mitunter auch mit deren Zugehörigen, also mit der Ehefrau oder mit den Angehörigen und den Kindern und so weiter. Anderen Menschen von seiner Zeit etwas zu schenken, ist edel und sinnvoll. Die Hospizbewegung hat schon seit früh erkannt, dass sie bei der Versorgung der Sterbenden in einem interdisziplinären Team arbeiten muss. Dazu gehören neben Ärzten, Pflegenden, Seelsorgen, Sozialarbeiten auch die Ehrenamtlichen. Ich freue mich, hier zu sein, um meinen Anteil dazu beizusteuern bei unseren Gästen, bei der Betreuung, bei der Kommunikation mit den Gästen, bei der Hilfe, wie auch immer, was wir dazu geben können. Deswegen bin ich gerne hier. Stationäre Hospize sind kleine familiäre Einrichtungen, die sich besonders um die palliative, pflegerische Versorgung von sterbenden Menschen kümmern. Rund um die Uhr ist hier eine qualifizierte Krankenpflege gewährleistet. Und zu dem Team insgesamt gehört also auch noch eine Pfarrerin, eine Seelsorgerin, die arbeitet fest hier. Wir haben aber auch einen katholischen Pfarrer, der kommt. Zum Team fest gehört eine Psychologin, die kommt in der Regel 2-mal in der Woche. Und wir haben ungefähr 10 Ärztinnen und Ärzte, die aber in der Stadt ihre Praxis haben, die aber jederzeit rund um die Uhr für uns zur Verfügung stehen. Mitarbeiter von Hospiz begleiten im Allgemeinen Menschen auf einem Weg, den sie nicht alleine gehen können.